Willkommen zurück zu einer neuen verräterischen Folge Mortal Kombat 11 Aftermath. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer treuen Bewertung unterstützt haben. Wir machen natürlich weiter jetzt hier mit der Geschichte. Wir haben in der letzten Folge einen großen Verrat erlebt. Ich meine, ich will es nicht kaputt spoilern für die Menschen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben sollten. Unbedingt die letzte Folge anschauen. Aber ich denke mal, überrascht sollte trotzdem niemand sein. Wir müssen jetzt in den Kampf ziehen gegen Nightwolf und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer knackigen Bewertung unterstützen würdet. Ihr wisst ja, der Kampf gegen YouTube geht weiter in die nächste Runde, aber auch hier in Mortal Kombat. Auf geht's! Der große Geist wählt einen anderen. Ich mag sterben, aber der Mantel lebt weiter. Na, Nightwolf, so sehen wir uns wieder, alter Kumpel. So sehen wir uns wieder. Der letzte Nightwolf. Der allerletzte. Und auch hier wieder eine neue Arena, die wir noch nicht kennen. Und Shang Tsung ist so jemand, den spiele ich nicht wirklich oft. Hat er eben gerade eine Leiche geworfen? Also mit dem habe ich nicht wirklich viel Erfahrung. Boom, aber jetzt kriegt er schön auf die Fresse. Nighty, das sieht nicht gut aus. Jämmerlich. Jämmerlich, mein Freund. Absolut jämmerlich. Ich hätte gerne meinen Blow eingesetzt, aber irgendwie komme ich nie dazu. Du wirst jetzt sterben. Na, Nightwolf, lässt du mich blowen? Oh, 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 jetzt ist er böse. Er muss auch Gas geben, denn immerhin ist er der Letzte. Ach man, Nightwolf. Ewiger Verlierer in Mortal Kombat irgendwie. Ich meine, Nightwolf ist so jemand, man hasst ihn nicht, aber irgendwie, ich persönlich, ich mag ihn auch nicht. Und ich kenne auch niemanden, der so jetzt sagt, oh, Nightwolf, bester Charakter der Welt. Bester Nightwolf aller Zeiten. Bin ich bärenstark. Komm, mach deinen Blow. Damit ich konterblowen kann. Ah, jetzt dreht er hier ein bisschen durch. Ich will den Blowy von unserem alten Kumpel hier sehen. Ja. Schön. Geil, Mann. Geil. Richtig gut. Get over here. Genialer Blow. Einfach nur genial. Na, der Mantel stirbt mit dir. Wirst du niemals bekommen. Seine Seele und deine sind mein. Du denkst, wir sind nicht vorbereitet? Dein Verrat wurde erwartet, Zauberer. Du bist unfähig, dich für den rechten Weg zu entscheiden. Mein Weg endet so, dass eure Seelen mir dienen werden. Diese Zukunft ist nicht mehr aufzuhalten. Tja, die sagen, das sind vorbereitet, aber ich glaube, unser Kumpel hier gewinnt. Ich glaube, der alte Tsungi macht das Rennen. Und tschüss, Fujin. Komm mal her, du. Ein bisschen Energie für den alten Mann, ha? Huh? Rüber mit dir in die Ecke. Mach deinen Blow. Wir wollen Action sehen. Was kann man hier eigentlich alles so einsetzen? Was haben wir denn hier? Hier drüben war eine Waffe. Die will ich mal sehen. Oh, nicht schlecht. Das kann ganz schnell ins Ohre gehen. Och nein. Raiden direkt hinterher. Das ist so ein Doppelfight. Boots. Alter Raiden. Komm schon. Boots on the ground. Normalerweise ist Raiden eigentlich der übelst starke Hecht. Aber wir ziehen sie ab. Jetzt wähle ich euer Schicksal.
Vergnügen? Nein. Lasst sie leben. Wir können ihre Kräfte ewig abschöpfen. Umso besser. Was jetzt, Chroniker? Shang Tsung hat unsere Verteidigung durchbrochen. Wir können immer noch siegen. Wir werden Shang Tsungs Widerstand niederschlagen. Aber du wirst weitere Hilfe benötigen. Liebster Centurion, du hast mir vorbildlich gedient. Einen Dienst jedoch musst du mir noch erweisen. Ja, Mutter. Ich verstehe. Ultimative Macht. Es ist unser Privileg, sie auszuüben. Bitte, dürfte ich? Shang Tsung, mein Möchtegern ich. Deine Strategie war neuartig, doch letzten Endes wirst du trotzdem nicht gewinnen. Erledigt sie! Zu töten ist mein Schicksal. Deines ist es, mir zu dienen. Meine hörigen Untertanen schützen meinen Einfluss in allen Reichen. Du bist benebelt von der Krone, Shang Tsung. Im Rausch vergisst du deinen Platz. Er ist ein Hund, der seinen Meister betrügt. Kommt, strecken wir ihn nieder. Ja, aber war doch klar, oder? War doch klar, dass er hier ultra gierig wird und Shao Kahn auf einmal durchdreht und er hart auf die Fresse gibt. Achtung, da kommen Leichen. Ich habe deine Mama ausgebuddelt. Oi, oi, what? Ich komme nicht mal zum Blocken. Aber Katten muss man wohl dreckig spielen, ha? Huh? Da muss man wohl sehr dreckig spielen gegen den Slow Kahn. Wow, wow, wow! Okay, der geht durch.
Aber ich glaube, der überlebt das. Schönes Ding. Ich liebe diesen Blow. Ah, wärst du doch nur in meine Leiche reingefallen. Und jetzt kommt sie natürlich. Und sie ist schlimmer als der Khan. Nie landen sie in meinen Leichen. Nie landen sie in meinen... Was? Die konnte ich eben gerade nicht treffen. Nie landen sie in meinen Leichen. Oi, oi. Wow, 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 wow. Nein, seht ihr einen Blow? Ist das eine Niederlage oder kriege ich noch eine Runde? Ich glaube, das musst du auf... Alter, wie dreckig. Du musst das in einem Durchgang schaffen, beide zu bezwingen. Gut, ich werde mit euch beiden den Boden aufwischen. Ihr habt mein Wort. Ihr hättet Leichenglück, ihr kleinen Schweinchen. Alles klar, Mr. Khan. Butz. Trotz, dass er so träge ist, ne? Kommt er immer wieder schnell an den Gegner ran, weil er diese Reichweite hat. Diese Hammerreichweite. So, mit dir werde ich hart den Boden aufwischen. Nö. Wo ist schon wieder die Leiche hingeflogen? So, Uppercut. Und erledigt. Und jetzt die Mummy. Die wunderschöne Sindel. Wo einige Gilf sagen. Ist doch keine Gilf. Nur weil sie graue Haare hat. Ein Silberfuchs. Und tschüss. Meine Zeit als dein Diener ist vorbei. Siehst du es vor, aus den Geschichtsbüchern entfernt zu werden? Den Sand der Zeit zu formen erfordert große Macht und Können. Du trägst meine Krone, aber du bist kein Titan. Oh oh. Oh oh, Chronika war immer mies. Hat hier auch mehrere Stages? Hätte ich nicht gedacht, dass Cheng Tsung so weit kommt. Das? Ah, sie dreht schon wieder durch. Sie dreht schon wieder durch. Ja, sie hat wieder mehrere Stages. Bam. Oh, das kann knackig werden. Bis jetzt läuft es ganz gut. So, erledigt. Veronika kommt, ist natürlich super frisch in der Hose. Oi, oi. Diese Teleport-Moves. Wie die hart nerven. So, nächste Phase. Wie, jetzt schon wieder Kitana? Ich dachte, sie wäre tot. Und wenn, warum holst du nicht wieder random jemanden? Zweimal hier Kitana-Wiedergängerin. Komisch. Willst du eine Leiche im Gesicht, Chronika? Schrupsidu! Und erledigt. Riech an meinem Fuß. Das Schicksal ist mein. Du hättest mein Angebot akzeptieren sollen, Chronika. Ich hätte dir große Macht zugestanden. Wirklich. Dienen ist besser als sterben. Ich diene nicht. Ich bin ein Titan. Nicht mehr, Chronika.
bevor du uns alle verdammst. Liu Kang, ich dachte, deine Pflicht verlangte es, dass du zurückbleibst. Lüge solltest du schon kennen. Ich verstehe. Das Stundenglas zeigte, dass nur ich mit der Krone gegen Kronika vorgehen kann. Du ließt mich gewinnen. Und für den Sieg hast du das Leben deiner Freunde geopfert. Wie herrlich kaltblütig. Sie sind nicht tot, Shang Tsung. Sie werden wieder leben. In meiner neuen Ära. Deine neue Ära? Du unterschätzt mein Können, Auserwählter. Ich habe die Krone. Ich habe jetzt Kronikas Macht. Du bist vielleicht eine Gottheit, aber ich bin der Wächter der Zeit. Du bist kein Gegner für mich. Kronika hat das auch gesagt, Shang Tsung. Du wirst ihr Schicksal teilen. Wow, wir dürfen wählen. Okay. Ich würde sagen, wir wählen in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Nein, Quatsch, wir machen es jetzt. Jetzt gib mir die Krone. Das ist deine einzige Chance. Meine einzige Chance. Das ist mein Triumph. Und dein letzter Moment. Deine wertlose Existenz endet hier. Hab ich euch dran gekriegt, ihr Kleinen. Lasst mal trotzdem eine Bewertung da. So, den Kang spielen. Bringen wir es zu Ende. Aber ich bin jetzt schon traurig, wenn die Story vorbei ist. Weil ich will mehr. Ich will einfach mehr. Ich hoffe, die bringen schnell Teil 12. Next-Gen-mäßig, 2021. Please, Warner, please. Gönnt. Alter, der Kang ist aber auch echt ein Biest. Feuergott Kang! What? What? Shang-Yi? So, ich will die dritte der Vernichtung gegen dich einsetzen. No, 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 no. Bam. Und tschüss. Oh, so viele Belohnungen, Alter. Täusche dich da nicht, Shang Tsung. Du hast dieses Schicksal gewählt. Keine Zeitlinie wird mehr von dir verdreht.
Wer bist du? Ich bin Lord Liu Kang, Gott von Donner und Feuer. Gott von... Vergib meine Ignoranz, mein Lord. Genug, Kung Lao. Du bist bescheiden. Nicht wie der Kung Lao, den ich kannte. Den Kung Lao, den du kanntest? Eine Geschichte für andere Tage. Ich bestimme dich als meinen Champion, Kung Lao. Wir müssen arbeiten. Du brauchst Vorbereitung. Training. Training? Wofür? What? Das war das Ende, also geht alles wieder von vorne los. Okay, ich bin gespannt. Ich brauche unbedingt den nächsten Teil, aber wir schauen uns natürlich noch das andere Ende an. Lange träumte ich von diesem Moment. Ich ergötze mich an deinem Tod auf ewig. Du bist irre, Shang Tsung. Deine Träume sind nichts. Illusionen eines verwirrten Geistes. Jetzt halt die Frage, von was kann man dann ausgehen? Ich meine, es gibt offensichtlich zwei Endings. Aber welches ist dann das Ending, was offiziell die Geschichte fortspinnt? Das ist halt die große Frage, ne? Oioioioioi, ey. Jungs. Kein Grund, gleich hier mit Feuer und Donner um sich zu schleudern. Alles klar, er will's wissen, ne? Er will's wissen. Na. Er hat den Blow. Ah, Mist. So knapp. Steh auf und wehr dich. Ja, komm schon. Steh auf und wehr dich. Kleiner Mann. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt gewinnen. Aber ich kann nicht zu ihm werden, ne? Ich glaube nicht, dass ich mich verwandeln kann. Deine Seele ist mein. Nee, ich werde nicht zu ihm. Schade. Wäre cool gewesen. Feuergott gegen Feuergott, ne? Aber da sieht man mal wieder, man muss kein Gott sein, um krass zu sein. Gib mir deine Seele. Achtung, Leiche. Ich habe kein gutes Leichenhandling. Und ordnungsreich als nächstes. Alle Reiche beugen sich bald deinem Einfluss. Es hat begonnen. Credits können wir nicht zeigen, denn da kommt Musik und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch gestrikt wird. Deswegen lassen wir sie lieber mal raus. Aber ja, ich fand das Ende von Shang Tsung auf jeden Fall geiler.
aber ich finde auch beide nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke schon, dass es weitergeht, denn Mortal Kombat verkauft sich auch immer gut. Und wo Geld ist, da sind auch immer wieder Fortsetzungen. Und zu diesem Spiel kann man im Grunde endlos viele produzieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich über eine letzte Bewertung freuen. Danke für die ganze Unterstützung. Wir sehen uns vielleicht bei ein paar Runden Mortal Kombat oder dann spätestens beim nächsten Teil. Dankeschön und tschüss!